und willkommen bei mir, Lurche Nummer 1. In diesem Video zeige ich euch, wie man den gemoddeten RC Bandito auf ein anderes Fahrzeug drauf merchen kann. Das Ganze ist wie der allgemein der neue Merch-Glitch wirklich kindereinfach und geht in Sekunden. Das Einzige, was ihr benötigt, ist dieser gemoddete RC Bandito. Viele haben das schon aus den vergangenen Merch-Glitches. Falls jemand diesen nicht haben sollte, verlinke ich euch jetzt noch ein Video in der Videobeschreibung, wie man den RC Bandito merchen kann. So, und wenn ihr da draußen alle mal ein Like da gelassen habt und meinen Kanal abonniert habt, dann zeige ich euch jetzt, wie man auf diesen LG RH8 den RC Bandito drauf mercht. Dazu steigt ihr jetzt einmal in euer Fahrzeug, was ihr merchen wollt, und fahrt in Customs in eurer Arena. So, und hier drin einfach aus dem Fahrzeug aussteigen und zum RC Bandito gehen. Und dann machen wir im Prinzip dasselbe, wie wir es vom allgemeinen Merch-Glitch eigentlich gewöhnt sind. Und zwar gehen wir jetzt in irgendeine Kategorie und ändern was an dem Fahrzeug. Ich entscheide mich jetzt hier für die Designs und hier kaufe ich jetzt irgendein Design. Das ist scheißegal welches. Ich nehme jetzt einfach mal das erste hier. So, fertig. Dann gehen wir jetzt auf die Lackierung unseres RC Banditos. Gehen auf Primärfarbe. Und danach gehen wir auf Crewfarbe. Hier nichts mehr bestätigen. Einfach die PlayStation-Taste jetzt lange drücken. Und mit dem Cursor auf Anwendung schließen gehen. Dann das Ganze mit Kreis quittieren und in unseren LG RH8 oder welches Fahrzeug auch immer ihr genommen habt, einsteigen und R2 zum Rausfahren drücken. Und fertig ist das Ganze. Ihr seht, alles ist 1:1 vom RC Bandito auf das Fahrzeug übernommen. Und jetzt, wenn ihr da draußen möchtet, zeige ich euch noch eine Kleinigkeit, und zwar, wie man ein ganz spezielles Fahrzeug richtig geil merchen kann, so als kleinen Tipp nebenher, weil ich glaube, das, was ich euch zeigen will, kennen da draußen nicht alle. Deswegen bleibt mal dran und schaut euch diesen Merch-Trick an, den ich noch für euch habe. Aber zuerst machen wir natürlich jetzt diesen Glitch fertig, und zwar wir steigen aus dem Fahrzeug aus, laufen in die Arena zurück und jetzt müssen wir an unserem Fahrzeug irgendeine Kleinigkeit ändern. Völlig egal was, Hauptsache ihr habt was geändert, damit das Fahrzeug auch abspeichert. So, ich steige jetzt hier einmal in den LG und dann ändere ich eine Kleinigkeit. Und wie gesagt, danach zeige ich euch einen richtig geilen Merch-Glitch und ich bin fast davon überzeugt, dass den da draußen nicht alle kennen. Und ihr könnt es ja mal, wenn ihr wollt, natürlich in die Videokommentare schreiben, ob ihr diesen Trick gekannt habt oder nicht. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Ich mache jetzt hier kurz diesen Glitch noch fertig. So, ich habe jetzt eine Kleinigkeit am LG geändert. Und damit ist RC2Car erledigt. Mega einfach, mega schnell. Das Ganze natürlich solo. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Videos, und zwar zu meinem Merch-Trick. So, willkommen zurück. Und zwar habe ich ein ganz spezielles Fahrzeug und ich habe dieses Fahrzeug nie richtig gemercht bekommen, zumindest nicht so, wie ich es wollte. Und zwar handelt es sich hier um den Mesa. Und zwar jeder da draußen, der schon mal den Mesa gemercht hat, der hat folgendes Problem gehabt. Und zwar hier hinten am Kofferraum war dann der letzte Teil hinten am Heck, war immer dieses Dach weg. Egal wie man es gedreht und gewendet hat, immer war dieses verdammte Dach weg. Was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt kurz. Der Glitch geht ja in Sekundenschnelle. Damit ihr wisst, was ich damit meine. Und ich habe ein bisschen daran rumgetüftelt und tatsächlich einen Trick gefunden, wie der Mesa
aber wirklich richtig geil wieder zum Vorschein kommt, ohne dass hinten dieser Kofferraum fehlt. Und wie? Das zeige ich euch jetzt. Natürlich mache ich das Ganze jetzt hier kurz im Schnelldurchlauf. Wer nicht weiß, wie der Merch-Glitch geht, einfach mein letztes Merch-Video anschauen. Deswegen, weil ich mache jetzt hier alles ein kleines bisschen schneller, damit ihr seht, was ich damit meine. Also, einmal Mesa merchen. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Jetzt ist hinten am Kofferraum der letzte Teil vom Fahrzeug weg. Und ich habe den schon so oft gemercht und habe so viel getüftelt und bin nie dahinter gekommen, wie dieser Scheiß hinten dran bleibt. Aber ich habe eine Lösung gefunden und die will ich euch jetzt zeigen, weil die ist so einfach und ich will euch ja nicht die Chance nehmen, dass auch ihr da draußen euren Mesa richtig geil merchen könnt. Also hier sieht man es jetzt nochmal, hier steht der Mesa. Natürlich ist hinten das Heck wieder weg. Nervig, aber so ist es eben. Ja, das muss nicht sein. Und jetzt kommen wir zum Trick. Und wie gesagt, wenn ihr diesen Trick dann gekannt habt, das könnt ihr ja mal in die Videokommentare schreiben. Mal schauen, wie glitchfest ihr da draußen seid. So, wir brauchen ein Spenderauto, um das Ganze zu machen. Und dieses Fahrzeug hier, den Panto. Und an diesem Panto müsst ihr eine Kleinigkeit später ändern. Und diese Änderung ist entscheidend dafür, wie der Mesa nach dem Merchen rauskommt. Aber zuerst merche ich jetzt einmal. Jetzt ist der Name weg. Ach, Panto, Gottes Willen. Jetzt merche ich erstmal den Panto, damit der Panto all die Dinge hat, die mein Mesa bekommen soll. Falls ihr den Panto schon habt, dann könnt ihr den Punkt jetzt natürlich überspringen. Ich mache das Ganze hier auch wieder etwas schneller, damit ihr gleich seht, um was es sich hier für ein Trick hier handelt. So, ausgestiegen. Ich merge jetzt kurz meinen Panto. Hier ist er. Damit der Panto genauso ist, wie mein Mesa werden soll. Erledigt. Hier habe ich den Panto. So will ich ihn haben. Und jetzt zeige ich euch eine Kleinigkeit. Und ich bin mal gespannt, wer es da draußen wusste. Weil, dass man an dem Panto, wenn man ein paar Dinge verändert, zum Beispiel den Buccaneer und so weiter machen kann mit diesem Triple-Dach. Okay, das weiß mittlerweile bestimmt jeder da draußen oder viele. Aber wie das mit dem Mesa klappt, es ist ja nicht so, als hätte ich in YouTube auch echt versucht, mich schlau zu machen, aber keine Treffer gefunden. Und zwar ist bei dem Panto eine ganz kleine Kleinigkeit sehr, sehr entscheidend, dass das Fahrzeug genau so rauskommt, wie ich das gerne hätte. Und zwar, wenn ihr jetzt so schaut, er hat jetzt verschiedene Anbauteile verloren. Und das ist schon der Fehler. Der Panto darf nur eine einzige Anbaugeschichte verlieren, ansonsten klappt das Ganze nämlich nicht. Das heißt, wenn ihr einen Panto schon habt, dann müsst ihr ihm jetzt seine Anbauteile erstmal wieder zurückgeben. Deswegen empfehle ich, wer einen guten Panto hat mit fehlenden Anbauteilen, der sollte sich vielleicht für diesen Glitch einen neuen kaufen, so wie ich es auch gemacht habe. Weil wäre ja bitter, weil die manche Anbauteile bekommt ihr nicht so wieder zurück. Aber das Einzige, was ich jetzt hier eigentlich mache, ist erstmal alle Anbauteile, die unsichtbar geworden sind, dem Fahrzeug wieder zurückgeben. Dazu muss ich nochmal hier zum Dach. So, jetzt. Perfekt. Ihr seht, mein Panto hat jetzt alle seine Anbauteile wieder zurück von mir. Und jetzt lasse ich ein ganz bestimmtes Anbauteil am Fahrzeug verschwinden. Und dieses Anbauteil ist entscheidend dafür, wie der Mesa nachher gemercht wird. Und zwar geht ihr einmal in die Kategorie Dach. Wenn ihr das habt, kauft ihr die erste Ausbaustufe vom Dach. Und dann, wenn ihr das gekauft habt, zeige ich euch einen kleinen Trick. Und zwar, wenn man hier so mit dem Steuerkreuz jetzt rauf und runter, seht ihr das? Ganz schnell hoch runter und dann fehlt das Dach. Und das Ganze dann hier mit X bestätigen, fertig. Und jetzt könnt ihr den Merch-Glitch machen. Nur das Dach am Panto darf fehlen. Dann gehen wir jetzt her, machen den Trick mit der Nummerntafel. Zack,
einmal irgendeine andere Nummerntafel gekauft, in die Lichter, den ganz normalen Merch-Glitch eben wieder lange Playstation-Taste drücken, Kreis drücken, aussteigen und jetzt passt auf, wie der Mesa jetzt rauskommt. Und ich persönlich, ich finde halt, dass der hinten mit dem kompletten Anbau einfach geiler aussieht. Und wie ihr seht, das hat natürlich mega geil funktioniert. Und ich finde, so sieht das Fahrzeug einfach 10-mal geiler aus. Aber auch hier, ihr könnt es ja mal in die Videokommentare schreiben, welchen Mesa findet ihr schöner? Ich persönlich, wenn der ganze Scheiß hinten dran ist, finde ich das Fahrzeug einfach nur Porno. Aber ihr da draußen, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Hier ist der Mesa. Und natürlich, wenn ihr den Glitch gemacht habt, dann jetzt noch einmal in Customs fahren und eine Kleinigkeit ändern, damit das Ganze auch abspeichert. Aber hier, Mesa, geiler Lack, grüne Scheiben, patriotischer Reifenqualm, Bennys Felgen und natürlich der ganze Anbau hinten dran. Das war das Video von mir. Ich fahre jetzt noch in Customs und ändere eine Kleinigkeit. Ihr da draußen, wenn ihr das Video genossen habt, gerne jetzt ein Like da lassen, diesen Kanal abonnieren für mehr Lurchi Power. Und ich würde sagen an der Stelle, bis zum nächsten Video. Ciao.